Und da sind wir zurück bei diesem Sphere. Wir gehen in die Bibliothek. Denn wir müssen zwei Schachspiele gewinnen. Dann müssen wir die Logikfertigkeit noch 3 Level steigern auf 10. Wir müssen noch 12 Bücher schreiben und lesen dann. Dann müssen wir noch 11 oder 12. 12. Gegenstände reparieren oder verbessern. Ja, das ist das, was wir momentan müssen. Und ihr müsst endlich euch mal entscheiden, was wir machen. Frau, nicht Frau. Haus bauen, nicht Haus bauen. Wenn wir ein Haus bauen, wie bauen wir das Haus? Bauen wir einfach nur mal ein bisschen ein größeres und dann ziehen wir wieder um? Oder bauen wir einfach gleich ein großes Baronhaus? Und im Wert von 350.000 Sim-Dollar, was wir brauchen eigentlich. Für einen Erfolg. Toll. Wie spät ist es denn? 6 Uhr. Ah, oh, okay. Immerhin. Dann kann er schon mal spielen. Bis die ersten kommen. So, war schon mal konzentriert. Na, wann kommen die ersten? Ah, nö, die kommt nicht. Na, ist der erste. Werde ich dich gleich mal versenken, Omi. In Schach. So, was haben wir hier? Wo ist denn hier der König? Vermutlich sollte der Große hier der König sein. Mech-Chait. Mech-Chait? Ah, Dorp! Dag, dag. Ich glaube, sie hat gerade verloren. Snivara wants to Ich glaube, ich habe sie Schachmatt gesetzt. Nee, du spielst hier gefälligst. Die nächste will's wissen. So. Somit haben wir das auch geschafft. Ja, und wir gehen nach Hause. Ja, wenn wir dann eine Villa bauen, müssen sie wie irgendwie hier bauen. Hier ist ein leeres Grundstück. Ob das Grundstück zwar ausreicht, weiß ich nicht. Toll, jetzt reise ich gerade hier hin. Eigentlich wollte ich ja nicht hinreisen, eigentlich wollte ich es mir nur angucken.
komm schon. Kann doch nicht bei so einem verkackten leeren Grundstück so lange laden. Was geht denn hier ab? Ja, das ist mehr als... Ach, das ist ein Park? Sag das doch gleich, dass das ein Park ist. Ist nicht markiert als Park. Hier wohnt schon wer drinnen, hier wohnt auch schon wer drinnen. Das wäre frei, dann zum Kaufen. Küstensitz. Und hier wohnt auch schon wer drinnen. Oh, das ist ein Riesenhaus. Hier wohnen die Peters. Das Grundstück würde ich auch nehmen. Das ist wirklich schön groß. Das ist auch ein kleines Grundstück noch. Die anderen Grundstücke sind wirklich einfach nur klein. Gartenresistenz. Beste Freunde auf Lebenszeit, soll ich das verstehen? Ach, da wohnt eine Familie. Die da, drei wohnen hier. Also man kann auch sehen, wer drinnen wohnt. Wer wohnt hier drin? Nö, das sehe ich jetzt nicht. Hier sehe ich es wieder. Aha. Zwei ältere. Hier wohnt eine Viererfamilie. Mit zwei Töchtern. Nee, einen Sohn, eine Tochter. Wer wohnt hier? Eine Tochter. Hier wohnt natürlich keiner. So, dann gehen wir nach Hause. Ja, gucken wir mal. Hier wohnt auch keiner. Ah, wohnt nur einer. Ich frage mich gerade was. Momentan ist ja das so ein bisschen... im Gange, dass eigentlich jedes bekannte Spiel irgendwo online gemacht wird. Sprich auch als Browser-Game oder kostenpflichtig sogar. Ich frage mich, wann sie die Sims mal so als Browser-Game machen. Eine riesengroße Welt in anderen Spielen. Was haltet ihr von dieser Idee? Ich denke, mir würde das nicht gefallen. Erstens ist es wieder internetpflichtig. Dann ist wirklich einfach mega groß das Ganze. Und unübersichtlich vermutlich. Was nicht meins wäre. So, trainieren. So, somit können wir uns befördern auch lassen. Wann muss ich zur Arbeit? In 20 Stunden. Dann schlafen, duschen. So kaputt ist im Moment nichts. Dann schreiben.
Science Fiction. Das ist jetzt 43. Down him. Huh? Eric. Oh. Der Rechner geht jetzt ein. Huch, Telefon. So, wegräumen. 12 Stunden. Dann darf er schreiben, weiter schreiben. Hier, wieso setzt er sich nicht hin? So. Wir sehen uns in meinen Rechner, oder was? Ach, die räumt mir gerade den Müll raus. Ist ja geil. Huch, wo ist sie jetzt hin? Ist sie weg? Vermute ich mal sehr stark. In 8 Stunden muss ich zur Arbeit. Dann kann er jetzt noch schnell schlafen. Dann nochmal duschen. Dann darf er sich natürlich etwas kochen. Alles ernten, im Garten pflegen. So, in 3 Stunden. Aufräumen. Hat er das Buch nicht fertig geschrieben? Ah doch, hier ist es. Lesen. Ab zur Arbeit. So, hier. Kriegen immer weniger und weniger. Wo ist sie? Wieso wird das hier angezeigt? Oh, schlafen. So,
So, jetzt darf er in 2 Tagen wieder. Genau, wir haben immer 2 Tage dazwischen. Wir wurden nicht befördert, erst beim nächsten Mal werden wir befördert. Auch halb so wild. Duschen. Zu Abendessen. Dann braucht er auch noch Spaß. Comedy. Schreiben. Liebesmail schreiben. Kann ich mal ausprobieren. An wen schreiben wir denn das? Ich würde sagen an Sie. So, lesen. Was will denn alles machen? Er will einen Lammspieß zubereiten. Ein Drehbuch schreiben. Ach, vergiss das doch. Aufräumen. Kühlschrank ist okay. Geht mir so armselig. Ich könnte ihm einfach so eine reinhauen, ständig den Typen. Nichts macht er. Hier, lies, gefälligst. Vollpfosten. Okay, dann kann ich recyceln. Kann ich das mit dem Rest auch? Ja, Auswahl. Ja, ich kann wirklich jedes gekaufte Gerät das komplett auseinandernehmen. So, wir gucken nebenbei einfach Actionkanal, Comedy, Kinder, Koch, Nachrichten schauen, Romanze schauen, Sportkanal schauen. Fußball! Und wie viel steht's hier? 1-0. So, lesen. So, ins Inventar platzieren. Dann kann er das wieder aufgeben. Dass wir wieder Geld verdienen dadurch. In 23 Stunden muss er zur Arbeit. So, Pause, schreiben. Kann er gleich den nächsten schreiben. So, wir haben die Zeit auch schon erreicht. Wir haben mal richtig Kohle gecasht.
Das kriegen wir einfach nur ein bisschen was mehr. Jetzt ist 37. Wenn wir so lange keine Bücher mehr geschrieben haben. So, 21 Stunden. Was haben wir denn hier? Achso, Rechnungen. Sind eingegangen. Dann auch gleich zahlen. Und schlafen. 20 Stunden. Da kann er das Buch noch fertig machen. 'Nach dem Schlafen kann er duschen gehen. Und danach kann er nochmal was essen. Hier können wir auch schon was ausgraben. Graben. So, dann zu Abendessen. Ein Asia-Hündchen kann er sich reinzwitschern. Nee, Frosche. Und wenn er das gemacht hat, dann kann er das Buch lesen. Und dann schon wieder. Hier ist es. Hallo? Du lesen müssen? Das wurde auch wieder ein Bestseller. Du kannst dich aber gerne hier auch hinsetzen. Lesen. Hat er nämlich, glaube ich, nicht ganz fertig gelesen. Jetzt hat er es fertig gelesen. Ein Inventar platzieren. Kann er gleich veröffentlichen. So, nur noch 10 Bücher. Man muss zur Arbeit in 5 Stunden, dann kann nochmal schlafen gehen. Dann kann nochmal duschen gehen. Dann kann er den Garten pflegen. Und mit ein paar Blümchen reden. Auf zur Arbeit. Lassen wir uns befördern. Unsere Rede steht noch immer noch oben. Und wir wurden nicht. Achso. Das war einfach das Einkommen hier. Für die Spiele kriegen wir auch noch immer was. Warum die Bücher alle nur noch teilweise verkauft werden?
Ah ja, 39 und fehlt einfach dazwischen das Buch. So, wir wurden befördert. Jetzt sind wir Weltraumkadett. Kriegen wir einmal 8 Sim-Dollar mehr. Jetzt kriegen wir 104. Und wir haben freigeschaltet Kontrollzentrum. Was auch immer das sein mag. Wir arbeiten von 6 bis 16 Uhr, 10 Stunden. Montag, Mittwoch, Freitag. So, was brauchen wir für die nächste Beförderung? Logik 4, das ist kein Problem. Level 5 der Fitness-Sache, das kriegen wir auch hin. Und 12 Stunden auf den Laufband laufen. Das heißt, wir müssen eine Laufbahn kaufen. So. Hier Laufband, das ist das einzige. Was ist eigentlich für ein Teil? Die Streckbank. Okay. Und das muss ich vermutlich erst freischalten. In der Verbrecherkarriere. Und das schalte ich in der Astronautenkarriere frei mit 9. Schwereloser Trainingssack. Kriege ich denn das hin? Könnte ich hier hinpflanzen? Beziehungsweise. Zack. Huch. Hoppla. Das Bücherregal kann ich eigentlich verkaufen. Dann kann ich das nämlich hier hinzustellen. Und das hier hinstellen. Huch. Verklickt. Toll, ich möchte hier wieder raus. So. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal laufen. Zuerst. Ausdauerlauf. Ja, Ausdauerlauf. Lauf, Junge, lauf! Oh. So, dann geht er schlafen, danach duschen. Ah, die ist auch schon wieder kaputt, umso besser. Dann zu Abendessen. Dann braucht er Spaß. Kochen ist noch drinnen. Also Spaß ist im Moment wichtiger sogar. Oh, 4 Stunden hat er schon trainiert. Er sieht halt aus wie ein richtiger Koch.
aufräumen. Und wegwerfen. Dann Ausdauertraining. In 24 Stunden. Hauptsache, dass da oben, es gibt mir etwas am Simmel. Das verschwindet nicht mehr. Vielleicht liegt sie unter dem Bett oder so. Deswegen wird das noch einmal angezeigt. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt haben wir gleich Level 4. Da haben wir es. Wie sieht denn hier 20 Stunden? Duschen. Trainieren. Tausend Symbol bekamen wir. Danach können wir gleich nochmal duschen und dann schlafen. Jetzt braucht er nur noch ein Level. Hebt sich das, weil er so dick ist? Kann das sein? Ich befürchte es fast. Und was soll ich machen? Der hat sich halt dick gefuttert. Daran kann ich nichts ändern. Hat der eigentlich noch ein Buch hier rumliegen? Nee. Das heißt, du musst ja nur schreiben. Schreiben. Zack. Science Fiction. Aber er hat etwas abgenommen, kann das sein? Was sind wir? 45. Ich glaube, er hat etwas abgenommen. Ah, jetzt hat er schon mehr Muskeln. Er verformt sich im Moment schon. So, irgendwas wird gerade kaputt. Was wurde kaputt? Schmerzen haben hat er. Ja. Hat er wohl Pech zu Abendessen. So. Gibt nur einen Salat. Bestimmt dick genug. Im Garten pflegen. Dann alles ernten. Fortsetzen. Er muss ja auch mal was essen. So, 4 Stunden. Buch hier.
Er ist inspiriert. Optimal für einen Astronauten. Wir haben 209.000 schon. So, das hat jetzt wieder reingepackt direkt. Öffnen. Oh, ich habe so viel in meinem Inventar. Ich muss es irgendwann mal ausräumen. Hier. Lesen. Wann muss er denn zur Arbeit eigentlich? Ah, 13 Minuten. Das geht ja. So, dann lassen wir uns mal befördern. Oder? Schaffen wir eine Beförderung? Ne, wir wurden nicht befördert. Achso, das war nur die Zwischenkohle wieder. Jetzt wird das 37er Buch auch schon nicht mehr verkauft. Also die Apps werden noch immer verkauft. Vielleicht sollte ich einfach weit mehr Spiele und Apps erstellen. Ich kriege zwar nie die Kohle zusammen, aber wenn ich hier eine lange Sache mache. Und die Bücher werden wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gekauft. Was natürlich etwas doof ist. Was hat er denn? Er ist müde. Oh. Armes Tutut. Richtig arm, der Junge. Er wurde nicht befördert. Aber er hat einen Tausender verdient. Achso, wir haben auch noch nicht ganz fertig. Das Training. So, dann darf er duschen. Dann darf er trainieren. So, dann darf er spielen. Dann zu Abendessen. Es gibt nur Salat. Der Rest macht nur dick. Ja, lauf um dein Leben. Jetzt ist ja das Wochenende dazwischen zum Trainieren. Graben, graben. Dann hier ein paar Froschis. Hier, das kann auch ausgraben, mein Nachbar. Ja, genug gespielt. So, Training.
muss er duschen. Dann darf er lesen. Und da haben wir Fitness auf 5. Somit steht der Beförderung nichts mehr im Wege. Das hat es sich nicht fertig gelesen. Noch hat er fertig gelesen. Dann analysieren. Nochmal lesen. Hier, pack weg. Ins Inventar. Ah, die Dusche ist schon wieder kaputt. Ist ja schon fast fein. Kühlschrank ist auch kaputt. So, dann haben wir hier ein Teil. Wegräumen. Dann darf er schlafen gehen. Wenn er aufgestanden ist, darf er alles ernten. Die Pflanzen sind fast kaputt. Im Garten pflegen. So, 2 Tage noch. Wenn er das dann gemacht hat, dann könnte er mal wen anrufen. Hier plaudern. Ich weiß nicht, was der beim Ernten macht. Ich guck's immer nur doof an. Zählt er vielleicht das Geerntete? Oder es liegt in einem Inventar, weil das einfach dann inzwischen schon so voll ist. So. Dann darf er schreiben. Huch, war das Falsche. Schreiben. Science Fiction. Mit 46 und 39 fehlt ja auch, aber machen wir 46 weiter einfach. Finde ich besser. Ja, eins nach dem anderen. Okay, er fühlt sich gut. Naja, wenigstens einer. Dann zu Abendessen. Kriegst du wieder einen Salat.
Salat gegessen hat, dann darf er eine Voodoo-Puppe. Ja, schöner Stein. Schön, schön, der Stein. Was haben wir denn hier gemacht? Ausgezeichnet. Lesen. Soll er von mir so an der Natur lesen? Mir legt es dort den Garten ab. Dann hau ich ihn. Hat er das jetzt eingesteckt? Ich hoffe es für ihn. Hier ist es. Ja. Och. Teile plündern. So, wegräumen. Und lesen. Hier wollte ich 23 Stunden. Hat er das jetzt gelesen? 7, ja, hat er gelesen. So, Inventar platzieren. Dann einen Verlag verkaufen. Dann kann er schlafen gehen. Nach dem Schlafen darf er duschen. Zähneputzen verbessern. Zähneputzen. Machen wir mal einiges durch. Oh, Garten pflegen. Stunden muss er zur Arbeit. Dann schreiben. Für 6, haben wir für 6? Ne, für 7 sind wir. Aha. 16 Stunden, bis dahin hat er das Buch auch fertig. Was gibt's denn hier? Tomatensandwich. Oh ja, ich werde mir nachher auch was zum Essen machen. So, wir sind auch schon fertig mit dieser Folge. Somit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute!